Annette Uwe Neumann für den musikalischen Einstieg. Und danke an Pfarrer Buchholz für seine Worte. Improvisation ist alles. Mir haben die Worte sehr gut gefallen. Danke auch an Heinz-Walter Knackmus für das ganze Organisatorische, für die Unterstützung und die Tipps, die von dir gekommen sind. Und danke an alle, die den Weg hierher gefunden haben, an meine Ausstellung, die Interesse zeigen. Ich möchte alle ganz herzlich begrüßen und sehe ganz viele Freunde und Bekannte. Es ist meine erste Ausstellung als Hobbyfotografin, meine erste Ausstellung überhaupt. Und zwischendurch kamen mir schon mal Zweifel, auf was ich mich da eingelassen habe. Aber dann habe ich gedacht, das ist meine Herausforderung für 2017 und das mache ich jetzt. Ich fotografiere etwa seit ich 15 Jahre alt bin. Da bekam ich meinen ersten Fotoapparat geschenkt und ich hatte auch ein Vorbild, mein Papi. Wer ihn kennt, weiß, er hat gerne und viel fotografiert und gefilmt. Und ich glaube, ihm würde die Ausstellung gefallen. Ich muss sagen, seit es die digitale Fotografie gibt und seit etwa 17 Jahren habe ich auch einen digitalen Apparat, beschäftige ich mich ein bisschen mehr mit Fotografie. Aber eigentlich verstärkt erst in den letzten Jahren, seit ich im Ruhestand bin und dafür mehr Zeit habe. Dieses Digitale macht mir unwahrscheinlich viel Spaß. Man kann sehr viel experimentieren und wenn mir ein Motiv gefällt, dann nehme ich das schon mal 10, 20 Mal auf mit unterschiedlichen Einstellungen, in der Hoffnung, dass dann eins von denen vielleicht doch gelungen ist. Ja, was fotografiere ich? Das, was alle fotografieren im Urlaub, die Kinder, die Enkelkinder, aber in der letzten Zeit eben doch verstärkt die Natur, Landschaften. Ich weiß, meine Fotos sind nicht perfekt. Das sollen sie nicht sein und können sie auch nicht sein. Johanna Basford hat gesagt, im Unperfekten liegt doch die wahre Schönheit. Und das beziehe ich auch auf meine Fotos. Um noch bessere Fotos zu machen, bräuchte ich viel mehr Wissen und vielleicht auch eine andere Ausrüstung. Aber die will ich gar nicht haben. Die Fotos sind alle mit dieser Kamera gemacht. Und das ist eine Lumix, das ist genau die richtige für mich. Klein, dass sie in die Manteltasche passt oder in die Handtasche. Leicht, dass ich sie gar nicht merke und nicht zu Hause liegen lasse, weil es mir zu schwer wird, sie zu tragen. Und die kann so viel, das habe ich nur längst gar nicht alles ausprobiert, was die kann. Sie kann eigentlich alles, was große Kameras auch können. Und für mich genau das Richtige. Und ich will halt auch zeigen, man kann ganz ordentliche Fotos machen, ohne große, teure Ausrüstung. Ja, die meisten Fotos entstehen eigentlich unterwegs, quasi als Nebenprodukt, wenn wir ja, in der Natur sind, zu Fuß oder mit dem Fahrrad. So sind viele Motive eben auch Wege, Bäume, Ufer. Aber gelegentlich gehen wir auch gezielt auf Fotofirsch. Und ich denke, an der Stelle möchte ich mal meinem lieben Ehemann danken. Lieber Norbert, danke für deine Geduld, die du manchmal schwer aufbringen kannst, wenn Wanderungen oder Radtouren von mir immer wieder unterbrochen werden, weil ich halt gerade etwas entdeckt habe, was ich fotografieren will. Aber dass du auch lange Strecken mich begleitest, wenn ich mir einbilde, ich muss unbedingt mit dem Fahrrad nach Marzahne, um dort Mohnblumen zu fotografieren. Ja, dann ist es besser, du bist dabei, sonst finde ich vielleicht mit dem Fahrrad auch nicht wieder zurück. Ja, ich habe die Ausstellung Wunderbares genannt. Wunderbares deshalb, weil ich meine, das Wunderbare in unserer Umgebung, das Wunderbare direkt vor der Haustür, darauf möchte ich aufmerksam machen.
Es gibt so viele wirklich schöne Motive im Havelland. Viele Menschen kommen hierher, um hier Urlaub zu machen. Gerade vorhin waren wieder welche mit dem Hausboot gekommen und waren hier in der Kirche. Ja, sie kommen hierher, weil es hier schön ist. Und das will ich mit den Fotos auch zeigen. Das muss uns einfach bewusst werden, wie schön es hier ist, da wo wir wohnen, da wo andere Urlaub machen. Wenn ich jetzt gefragt werde, ob hier irgendein Lieblingsmotiv von mir dabei ist, dann muss ich sagen, kann ich keins nennen. Aber es gibt Fotos, die vielleicht eine größere Bedeutung für mich haben als andere. Das hängt damit zusammen mit den Erinnerungen, die ich mit einem Foto verknüpfe. Die bleiben ja dem Betrachter fern, aber für mich gibt es bei dem Foto ein Davor und Danach, dass ich, was ich erlebt habe. Oder ob ich sehr lange experimentieren musste, bis das Foto so geworden ist, wie ich es wollte. Und die Fotos haben schon eine größere Bedeutung als die, die ich mal so ganz einfach im Garten klick und schon habe ich da ein paar Krokusse. Das ist einfacher entstanden als manch anderes. Wobei die mit Bedeutung dann nicht unbedingt auch das Schönste sein müssen. Aber das ist ja Ansichtssache. Ja, die Ausstellung soll auch für die Betrachter eine Anregung sein, eine Motivation sein, rauszugehen in die Natur. Die Natur, also mit allen Sinnen genießen. Denn Fotos zeigen ja nur einen kleinen Ausschnitt der Natur. Die Natur selber ist so viel mehr. Also Lust auf mehr. Und dazu gehört eigentlich auch, ja, wie war da die Temperatur, als ich das Foto aufgenommen habe? Gab es da Wind oder irgendwelche Geräusche? Und das selbst zu erleben, dazu will ich eigentlich die, die sich die Fotos anschauen, animieren und auch Mut machen, vielleicht selber einfach mal das Fotografieren auszuprobieren, nicht nur zu knipsen, das mache ich zwischendurch auch, wenn die Zeit nicht reicht, sondern eben bewusst etwas auszuwählen und zu fotografieren. Ich von mir kann sagen, Motivationssuche, also Motivsuche in der Natur, das macht Spaß. Ich kann dabei sehr gut abschalten und entspannen. Und immer dann, wenn ich auf Motivsuche bin, den Fotoapparat dabei habe, dann sehe ich auch Dinge und entdecke Dinge, an denen ich sonst vorbeigegangen wäre. Und das ist eigentlich das Schöne daran. Ja, ich denke, wer Natur und auch das Leben liebt, der kann keine schlechten Bilder machen. Es sollte also jeder einfach einmal probieren. Zum Schluss noch den Hinweis, wer sich in irgendein Foto verguckt hat, kann es auch gerne für 5 Euro kaufen. Der Erlös geht dann als Spende an den Förderkreis zum Wiederaufbau der Kirche. Und zum Schluss gibt es noch einmal Wunderbares für die Ohren von Annette und Uwe Neumann.